Digga, was ist das denn für ein Video? Wurde mir gerade vorgeschlagen. Das will ich sehen. Und zwar, Ron Bielecki hat ein Video hochgeladen vor einer Woche. Fibo, ich komme. Und direkt der Ranking daneben. Ich bin gespannt, was das für ein Video ist. Let's go. Das geht nicht. Ich liebe das Risiko. Fallen lässt. Sechs. Let's go. Oh, Rico auch am Start. Fünf. Olli, komm. Come on. 200 Kilo. Coach auch am Start. Coach Aaron ist das, glaube ich, ne? Du machst halt mich fertig, ja? Ja, dann machen wir fertig. Warst du nicht mal Fitness-Influencer hier? Ja, guck's dir an. Was passiert, Digga? Oh, das ist eine gute Bierwampe. Ja, was passiert? Aber die Fibonacci. Nein, Cardio ist kein Pflicht im Defizit. Es gibt sogar Jungs, die kommen bis zur Bühne ohne eine Minute Cardio. So, ich habe gesehen bei dir auf Instagram, du trainierst mit diesen Ringen. Mein Lieber, einfach kalt rein, ohne Schulter aufwärmen. Ja, da guckst du, ne? Oh. Oh. Schön mit der Rolex. Oh. Oh, ist es normal, dass die Schulter so wehtut? Soll ich jetzt noch diese Flagge machen? Oh. Ja, das war ja. Das war Human Flag. Eigentlich steht heute Rest Day an, aber wenn Ron Bielecki einen Ringworkout hitten will. Um Spielplatz in Berlin, Digga. Normalerweise hält sich da Johannes Lukas auf. Oder was hat er auch immer ganz macht. Gemütlich. Ganz gemütlich. Das machst du den ganzen Tag so. Nee, das mache ich nur 3 Stunden die Woche. Mein Seifenimperium muss weiter ausgebaut werden. Ja, ich habe so ein Tornado-Imperium mir aufgebaut über Jahre. Seifenimperium, Digga. Und wie hältst du das so am Laufen? 3 Stunden die Woche. Ja. Meine Schultern sind auch stabil, Nacken ist da, Brust ist auch da. Ich weiß euch, Ron müsste einfach nur richtig abspecken und die Form wäre brutal. Ich meine das ernst, also so für so eine Strandform. Der muss einfach nur abspecken. Ja. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Ich würde das so lange machen, bis du ein Sixpack hast. Wisst ihr, Leute, wenn ihr mal wieder... Ich würde es jetzt feiern, wenn er so eine Alkoholdose in der Hand hätte. Würde voll zu ihm passen. So wie ich hier bei so einem Spektakel dabei seid, braucht ihr immer eine kleine Stärkung. Mir reicht ein Energy Drink. Das ist Effekt. Willst du mal probieren? Gerne. Ohne Zucker? Ohne Zucker. Schmeckt geil. Jetzt hab ich's drin. Die Verletzungsgefahr minimieren, wenn du... Ich liebe das Risiko. ...dich fallen lässt. Oh nein. Alles auf Risiko. Hat bei dem Wetter... Schön mit dem Band von der Rolex auf diesen Steinboden. Schmeckt. Da habe ich Bock auf ein Bier. So, mein Lieber, nach dem Training. Erstmal ein Desperados. Ah! Irgendwann ist schon. Salitos. Tonisch. Ist das wissenschaftlich erwiesen? Ja. I'm the founder of the tornado, yeah, really. Yeah. Okay. Und bewertet meine Form. Amazing! Bist du bereit? Wir distanzieren uns auf diesem Kanal ausdrücklich von Medikamentenmissbrauch und natürlich von Alkoholkonsum, Freunde, ja? Ausdrücklich. Gesoffen wird nur an Geburtstag, Silvester, Ostern, Weihnachten, Kommunion, Taufe, Firmung vom Onkel, Geburtstag von meiner Tante Socha. Da kommen noch einige Geburtstage. Also Anlässe gibt es bei uns in Polen ganz viele. Am Wochenende gibt es natürlich auch und Bergfest. Aber wir distanzieren uns davon, Freunde. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Die Zeiten sind vorbei. Für die Posing-Session? Nach dem Training immer, Digga. Junge, dem ist auch alles egal. Eine Ewigkeit später. Einmal ganz kurz willkommen zu dieser geilen Reihe, die jetzt hier kommt, weil wir machen eine Road to Fibo 2024 Tour. Hier haben wir. Ich habe es gerade in den Kommentaren gelesen vom Onkel, der sagte, Rico ist brutal in Shape. Ist, glaube ich, in Wettkampfvorbereitung aktuell. Kudo, was ist wieder mit dieser Dreckskamera los? So, Rico ist eh immer in brutaler Form. Ich habe ihn 2019 auf der Dennis Wolf geschlagen. Da weiß ich noch, Rico war so Geheimfavorit. Ich weiß nicht, ich lag Backstage, da habe ich mit Social Media noch gar nichts am Hut gehabt. Gar nichts, kein YouTube, nichts. Und ich habe so geguckt, ich so, ey, fuck, Rico ist in meiner Kategorie, Digga. Ich so, nein, der wird auf jeden Fall das Ding heute holen, weil der war immer so geisteskrank, vaskulär, dies, das. Ja, und am Ende hat Rico, glaube ich, den 3. oder 4. gemacht und ich habe da den Gesamtsieg geholt. Das hat mich brutalst gefreut. Ich hätte das niemals gedacht. Ich dachte, Rico kommt da hin und wird alles zerfetzen. Ja, man darf eine Sache... Was auch mir oft gesagt wird, Digga, du bist so trocken, dein KFA ist wie für die Bühne. Nein, Vaskularität heißt nicht direkt, dass du einen brutal tiefen KFA hast. Bei vielen ist das genetisch veranlagt. Beispielsweise meine Arme, die sind immer vaskulär, selbst im Aufbau.
Und Rico ist auch so ein Körpertyp, der hat immer Adern. Und es heißt nicht, dass wenn du nur vaskulär bist, dass du gut in Form bist. Also, dass dein KFA sehr, sehr niedrig ist. Das täuscht manchmal. Nicht immer, aber bei vielen. Uwe. Ja, also gab es zufällig hier. Da haben wir Rico Lachico Gomez und hier haben wir die Legende schlechten Alberto. Kannst du kurz deine Form einmal zeigen? Oder? Ach, das ist Alberto, der Beatboxer und Call of Duty Zocker damals. Nummer 2. Hector, morgen. Ja, genau, ja. Ey, wir haben hier eine riesen Smilodox-Ladung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Ron, wo steckst du? Die Pancakes sind da. Boah, Junge, wie lange habe ich Alberto nicht mehr gesehen? Also so auf Videos. Früher, da war ich in der Realschule, ich glaube 10. Klasse. Da habe ich mir mal Alberto-Videos reingezogen und habe mir seine Beatbox-Videos reingeguckt, angezogen. Das war mein Idol. Ja, der holt mich auch richtig ab gerade. Ja, geil. Mama, ein Verlaufsspaziergang, oder? Diese geile Naturluft. Danke, Onkel, an das Abo, an meinen Vater. Vielen Dank. Ein bisschen spazieren, ein bisschen verdauen. Ich wasche meine Haare nur einmal alle 10 Tage. Wie oft wäschst du deine Haare? Ja, auch so, alles für Wochen. Ich habe mich mal wieder künstlerisch entfaltet. Ich habe ein neues YouTube-Video bzw. ein Musikvideo kreiert. Ist das schon online? Nee, ist noch nicht online. Also ihr seid die Ersten, die das jetzt sehen. Der Titel vom Song ist Fixi Hartmann. Wir sind Fick. Fick und Fixi Hartmann. Wir sind so krank, Mann. Er sitzt hier mit auf dem Ramsey Hartmann. Ramsey. Jungs, ich geh nochmal ganz kurz pinkeln. Ist okay, cool. Mach mal. Ich komm kurz mit, ist okay für dich? FIBO Bootcamp, Digga. Hier wollen wir alles richtig machen. Was macht der für eine High-Rocks-Crossfit-Scheiße, Digga? Ey, ich weiß es auch nicht. Ich war lange nicht mehr so warm vom Training. Rico aber gut in Form, Digga. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Ja, ich habe abends oftmals viel Heißhunger, das stimmt. So nach dem Training wird's immer übel, bis zum Training geht's eigentlich klar. Ricos Gym ist auch cool, ich habe da mal trainiert. 2018 war ich dort. Sehr geiles Gym. Kommst du auch noch hin, Bruder? Ja. So viel würde er auch schaffen, glaube ich. Ja, nee, ich habe schon echt gut Kraft, glaube ich. Jetzt fühle ich mich mal wie Rico zwischen den Beinen. Oh. Junge, hat der ein Lörres, Alter. Leck mich am Arsch. Genau. Mir knackt manchmal der rechte Ellbogen so ein bisschen, aber das ist normal geworden bei mir irgendwie. 6, let's go. 5, Ronny, komm. Ich spüre meinen Bizeps nicht mehr. Ich war gerade so bei der 10. Wiederholung, er sagt noch 10. Und wenn ihr mal an dem Punkt angekommen seid, wo ihr denkt, ihr wollt aufgeben, dann gebt am besten direkt auf, damit ihr den Tag morgen nicht durchziehen müsst. Junge, Weisheit des Tages. Ihr wollt aufgeben, Wiederholung, er sagt noch 10. Und wenn ihr mal an dem Punkt angekommen seid, wo ihr denkt, ihr wollt aufgeben, dann gebt am besten direkt auf, damit ihr den Tag morgen nicht durchziehen müsst. Voll geil. Ja, aber bist du FIBO? Kann noch was werden. Wann hat er das Video aufgenommen? Das ist vor einer Woche erschienen. Wenn das vor einer Woche aufgenommen worden ist, dann wird das bis zu FIBO nichts, Brudi. Ich zeig dir mal jetzt so eine, ich würde sie mal sagen, nicht statische Dehnübung, sondern so eine, wie nennt man das? Das ist der Gegensatz. Ja, so eine dynamische Dehnübung, ja, weißt genau. Du? So. Nennt sich der fliegende Holländer. Und dann gehst du schön einfach mit dem Hüfte ein bisschen auf und ab, Digga. Erst hat ihr so, ist das jetzt? Merkst du es? Ja, klar. So Leute, ich bin wieder in Berlin angekommen, bei mir gerade im Büro und ich habe hier gerade diese Tüte aufgerissen. Ich habe ein riesen Smilodox-Paket erhalten und hier nochmal ein ganz kurzer Reminder, denn die Smilodox-Aktion. Thunfisch hat mir gerade geschrieben. Der hat mir den Patch geschickt. Für 7,95 Euro, Digga. Der dachte echt, ich meine das ernst, Junge. Hier, no pain, no gain für den Rucksack. Danke dir vielmals, Colin.
Du bist ein echter Löwe, danke dir. So, alles klar. Weiter geht's. Wo die Hoodies nur noch 20 Euro kosten, geht sogar noch bis Donnerstagabend. Wenn ihr meinen Rabattcode RON benutzt, dann kriegt ihr 40%, dann kosten die Hoodies, Zipper oder Jogginghosen nur noch 20 Euro. Und viele weitere Artikel, wie zum Beispiel T-Shirts oder Tanktops, sind auch so weit reduziert, dass sie auch nur noch 20 Euro oder sogar noch weniger kosten. Also Leute, schaut im Shop vorbei von Smilodogs und viel Spaß weiter im Video. Wir gehen jetzt Burger futtern. Aber jawohl, dann wird er. Boah, sieht der gut aus, bist zu Fieber, wollte ich gerade sagen. Digga, Stefan, wenn du gleich nicht kommst und meine Kamera wieder machst, Alter, was ist das hier? Du hast die kaputt gemacht. Also richtig vom Fitnesskomfort ist es jetzt nicht, oder? Boah, Junge, ich würde Leute umbringen für diesen Burger jetzt. Eine geheime Tierschutzaktion in einem deutschen Ferkelzuchtbetrieb. Es ist Mitternacht. Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich noch bis 3 Uhr morgens hier sitzen bleiben und wir sehen uns morgen früh im Gym. Habe ich lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Schön dry scoopen, Booster oder was? Roll. Ja, rein damit. Wir nehmen den Laden jetzt auseinander. Boah, ausführen muss aber eins sagen. Hat er noch drauf, der Ron, von damals. Von seiner Fitnesszeit. Freue ich mich immer Unterstützung. Heldenmusik einbauen, wenn ich jetzt komme. Ah! 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 Ja! Also die Stange wiegt 20 und pro Seite haben wir jetzt 60 Kilo drauf. Das heißt, wenn ich meine mathematischen Berechnungen zufolge sicher sein kann, dann sind es 140 Kilo. Digga, stark! Ohne Zughilfen auch noch, stramm! Und oh! Dabei sinkt er sich noch ein, auch noch ein ab. Er macht ja seine Party, kommt hier, macht seine 140 kurz und fährt heute, machst du heute Abend wieder Party, ne? Wenn dann, ganze Tag, gar ja, nicht. Okay, so, nicht so nah, keine halben Sachen da, ne? So lobe ich dir das. Komm, Ron. Oh, bitte den Rücken gerade machen. 200 Kilo! Okay, geht. 200! Ja. Jawohl! Ohne Zughilfen, Digga, Respekt an Ron, ohne Witz, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Ron 200 Kilo Kreuzheben macht ohne Zughilfen. Und er ist ja völlig raus aus dem Training. Mein lieber Scholli, das ist krass. Das war definitiv gut fürs Selbstbewusstsein. Ich habe noch nie 200 Kilo Kreuzheben gemacht. Werde ich, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben, Digga. Und das in seinem Lifestyle, ne? Also, warum wir nicht drüber reden. Echt stark. Ja. Das waren jetzt zwei intensive Trainingseinheiten. Mhm. Dafür intensiv mal wieder 200 Kilo gehoben. Auf dezent. So. Und das Gute ist, wir werden das jetzt noch zwei, dreimal machen. Das Treffen noch mal vor der FIBO. Obwohl wir uns auch noch gar nicht so lange kennen. Es harmoniert 1A bei euch ja genauso, ne? Mhm. Genau. Und man muss ja auch sagen, irgendwie früher habe ich sozusagen als Jugendlicher seine Videos geguckt. Jetzt trainieren wir zusammen. Ich freue mich. Geil. Macht Spaß. Friede, Freude, Eierkuchen. Alle sind happy. Ich hoffe, euch freut es auch beim Zuschauen, dass ihr mal ein bisschen was mitnehmt, auch vielleicht mal was von mir lernt, ne? Ja, vielleicht mal auch ein bisschen durch mich. Stellt mal bitte vor, Ron macht jetzt wirklich auf Ernst wieder so einen Fitnesskanal auf. Wirklich auf Ernst und will so Tipps geben und zeigt so Vlogs, seinen Alltag. Würde gar nicht mehr zu ihm passen, ne? Die Zeiten sind vorbei. Erstmal auch ein bisschen Kreuzheben zu machen. Weil wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ja, definitiv. Ja, diesmal koche ich euch mal ein bisschen. Schade, dass Alberto so wenig gesprochen hat in dem Video. Ich hätte mir mehr von ihm gewünscht, weil das war wirklich ein Idol meiner Kindheit mit seinen Beatbox-Skills. Und ich habe mir viele Call of Duty-Tipps von ihm abgeguckt. Er hat ja früher COD gestreamt. Ja, wir melden uns ab und dann bis bald. Ciao. So. Das war's mit dem Video von Ron Bijetski. Ja, interessant. Mal gucken, wann das Video gedreht worden ist und ob er es wirklich schafft bis zur FIBO. Das wäre wirklich interesting. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern.
Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins. Also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.